Hallo zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal und heute geht es um das Thema Multifunktionsdrucker, mit denen ihr drucken, scannen und kopieren könnt und das hier alles in einem Gerät. Damit spart ihr euch nicht nur Zeit, sondern auch viel Geld und da wollen wir uns heute also mal die Top 5 der besten und beliebten Multifunktions-Laserdrucker uns anschauen, die es aktuell auf dem Markt gibt, die hier wirklich ein sehr gutes Ergebnis abliefern und die wollen wir heute mal mit allen Vor- und Nachteilen durchgehen. Dann werden wir zum Schluss auch hier unseren Vergleichssieger krönen. Es bleibt also wirklich sehr spannend, bleibt da bis zum Schluss dran. Und dann würde ich sagen, geht es auch sofort los. Wir fangen direkt an und starten durch und zwar mit Platz 5. Und auf diesem Platz landet bei uns der Brother MFC L2710DW Laserdrucker. Wir gehen mal kurz die Vor- und Nachteile zuallererst durch. Wir hätten zum einen mal hier einen sehr günstigen Preis. Es ist ein Multifunktionsdrucker, der hier eine sehr hohe Druckqualität bietet. Er unterstützt Duplexdruck, hat eine Faxfunktion, eine sehr hohe Druckgeschwindigkeit und eine sehr große Papierkassette. Die Nachteile: Es handelt sich hierbei um einen Monochrom-Laserdrucker, also er kann nur schwarz und weiß drucken und er ist zudem auch etwas laut beim Betrieb. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter zu den Produktdetails. Wir haben also hier 30 Seiten in der Minute, die er an schwarz und weiß ausdrucken kann. Es gibt ein LCD-Bedienfeld an der Oberseite. Er kann bis zu 1200 auf 1200 dpi drucken. Er hat einen USB-Anschluss, einen Wi-Fi-Anschluss und einen Ethernet-Anschluss. Also hier recht gut ausgestattet, da kann man sich auf keinen Fall beschweren. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal kurz weiter zu den Produktdetails hier auf der Produktseite. Den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Klickt dort mal drauf, dann kommt ihr direkt auf diese Seite und müsst euch den Drucker nicht mal selbst manuell heraussuchen. Gehen wir kurz zum Preis, der ist wirklich top. 207 Euro, also wirklich ein sehr guter Preis und auch hier ein Bestseller Nummer 1 auf Amazon, der sich hier wirklich sehen lassen kann. Dann gehen wir noch kurz weiter runter zu den weiteren Details, da nochmal ein paar Eckdaten, wie natürlich auch hier die Abmessung des Gewichts und der Stromverbrauch. Und da gibt es hier noch ein paar schöne Abbildungen zum Drucker an sich. So sieht er aus, so kommt er daher und so macht er sich auch hier recht gut im Homeoffice-Büro und kann auch hier wirklich ja, sehr gut punkten. Die Funktionen sind wirklich hier sehr vielfältig, wir haben hier wirklich sehr viele Möglichkeiten und auch die Bewertungen sehen sehr gut aus. Wir haben hier wirklich ein super Gerät, was seinesgleichen sucht, für den Preis auf jeden Fall sehr top und auch alles weitere passt hier. Wer also hier wirklich einen sehr guten und günstigen Multifunktions-Laserdrucker sucht, der ist bei dem auf jeden Fall bestens bedient und deswegen schaut euch den am besten mal an und klickt mal, wie gesagt, den Link dazu unten an. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter zu Platz 4, denn dort landet bei uns der HP Neverstop Laser 1202NB. Und auch hier schauen wir uns mal kurz die Vor- und Nachteile direkt auf einen Blick an. Wir haben hier zum einen einen guten Preis, wir haben hier einen nachfüllbaren Laserdrucker, also sehr kostengünstig im Unterhalt. Er ist auch hier ein Multifunktionsdrucker, er ist einfach zu bedienen, hat eine sehr hohe Reichweite, einen sehr günstigen Toner und man kann ihn auch hier mit einer Smartphone-App bedienen. Die einzigen beiden Nachteile, wir haben hier leider einen Monochrom-Laserdrucker und es gibt hier keinen Duplex-Einzug. Die Produktdetails sehen auch gut aus. Wir können hier 20 Seiten in der Minute in schwarz und weiß drucken, hat dann LCD-Bedienfeld, die Auflösung 600 auf 600 dpi. Wir haben hier einen High-Speed USB 2.0 Anschluss, einen Wi-Fi-Anschluss und man kann auch hier sogar ein Ethernet-Kabel einstecken, also euer ganz normales Netzwerkkabel, wenn es hier auch schnell gehen muss. Jetzt schauen wir uns diesen Drucker auch hier mal direkt auf Amazon an. Den Link dazu, den gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt den Link am besten direkt jetzt mal an und dann könnt ihr euch, wie gesagt, hier nochmal diesen Drucker nach dem Video oder parallel in aller Ruhe anschauen. Es gibt hier also zwei verschiedene Modelle und der große mit der Scan-Einheit kostet hier 259 Euro, also ein sehr guter Preis. Wir haben auch hier ein Amazon Choice Produkt, wurde also schon von sehr vielen zufriedenen Kunden gekauft. Wir schauen uns jetzt nochmal kurz die Produktdetails dazu etwas näher an. Hier gibt es auch nochmal ein paar schöne Abbildungen. Wir können ja auch sehen, wie man diesen Toner wieder auffüllt. Da gibt es hier im Grunde so eine Art große Tonerspritze. Da kann man den Toner einfach von oben wieder reinfüllen. Und da könnt ihr wirklich sehr kostengünstig viele Dokumente ausdrucken. Jetzt würde ich sagen, gehen wir zum Schluss natürlich nochmal auf die Bewertungen ein. Auch die fallen gut aus. Wir haben hier einen tollen Drucker. Der druckt sehr gut, perfekt, leider natürlich nicht in Farbe und auch sonst funktioniert hier alles sehr tadellos. Also den Link gibt es unten in der Videobeschreibung und jetzt gehen wir auch gleich weiter zu Platz 3. Und auf diesem Platz landet bei uns der HP LaserJet Pro MFP 4102 DWE. Und da würde ich sagen, gehen wir kurz hier auf die Vor- und Nachteile direkt ein. Wir haben zum einen hier einen guten Preis, einen Multifunktionsdrucker. Es gibt hier sogar 50 Euro Cashback beim Kauf. Er hat AirPrint mit dabei in Dokumentenzuführung, ein schönes Farb-Touchscreen-Display in hoher Druckgeschwindigkeit und eine Duplex-Funktion. Die Nachteile, es ist leider ein Monochrom-Laserdrucker, also der druckt nur schwarz und weiß aus und die Installation zum Ziehen
mir ist etwas schlecht. Wir gehen mal weiter zu den Produktdetails. Wir können hier 40 Seiten in der Minute an Schwarz und Weiß ausdrucken, was hier wirklich sehr schnell ist. Wir haben eine Auflösung von 600 auf 600 dpi. Gigabit Ethernet ist mit dabei, Wi-Fi, wir haben hier 250 Blatt Ausgabefach und hier die Auto-Duplex-Funktion, die auch hier wahrscheinlich im Homeoffice-Alltag für euch sehr nützlich sein wird. Dann gehen wir auch gleich mal kurz weiter auf die Produktseite drauf. Den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal jetzt direkt auf den Link drauf. Da kommt ihr direkt auf diese Seite, könnt ihr hier selbst ein Bild von diesem Drucker machen. Dann gehen wir gleich mal kurz auf den Preis ein. 358 Euro ist auf jeden Fall hier wirklich sehr gut und auch sehr günstig. Dafür, dass wir so ein reichhaltiges Zubehör und sehr viele Funktionen haben. Hier nochmal die weiteren Daten, wie natürlich auch hier die Abmessung und das Gewicht von diesem Laserdrucker von HP. Dann nochmal der Hinweis für die 50 Euro Cashback beim Kauf von diesem Laserdrucker. Und da gibt es hier noch ein paar weitere Hinweise und ein paar schöne Bilder zu diesem Jahr Laserdrucker, der natürlich auch hier wirklich sehr gut und sehr zu empfehlen ist. Dann gehen wir kurz zum Schluss mal hier auf die Bewertungen ein und gehen die nur noch kurz durch. Da steht auch noch mal einiges drin, da könnt ihr schon sehen, der schneidet sehr gut ab, hervorragender Drucker. Er macht hier alles sehr gut, auch für den Homeoffice-Alltag bestens geeignet. Also wer hier einen guten und günstigen Laserdrucker sucht, der hier ausschließlich für Schwarz-Weiß Ausdrucke dann geeignet sein sollte, der sollte sich den auf jeden Fall einmal anschauen. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter und zwar zum nächsten Laserdrucker von HP auf Platz 2. Und auf diesem Platz landet bei uns der HP Color LaserJet Pro M282NW. Und auch hier würde ich sagen, gehen wir gleich mal kurz die Vorteile und Nachteile durch. Wir haben zu einem einen guten Preis, einen Multifunktionsdrucker. Wir haben hier einen Farblaserdrucker, also hier sogar in Farbe, was man hier ausdrucken kann. Es gibt hier Airprint, eine Dokumentenzuführung, ein Farb-Touchscreen-Display, hat eine hohe Druckgeschwindigkeit und sehr kompakte Abmaße. Der einzige Nachteil hierbei, das ist eventuell etwas kleine Display, aber ich denke mal, das sollte nicht weiter ausschlaggebend sein. Wir haben hier zum einen mal 21 Seiten in Minuten an Schwarz und Weiß, die er drucken kann und das auch hier an Farbe, eine Auflösung von 600 auf 600 dpi, ein USB-Zerbung-Anschluss, ein Wi-Fi-Anschluss und ein 250 Blatt Ausgabefach. Also auch hier wirklich sehr gut ausgestattet und das zu einem sehr guten und günstigen Preis. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal kurz direkt auf die Produktseite drauf und gucken uns das mal im Detail hier an. Auch hier gibt es den Link unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal hier direkt auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt auf diese Seite. Also gehen wir jetzt kurz zum Preis über. Der kostet aktuell 393 Euro. Geht hier wirklich vollkommen in Ordnung dafür, dass wir hier einen Multifunktions-Laserdrucker haben, der hier bestens ausgestattet ist. Dann nochmal die weiteren Details im Überblick, wie auch hier die Abmessung, das Gewicht und natürlich auch die Funktionalität und der Stromverbrauch. Da nochmal ein paar weitere schöne Bilder. Ist hier optisch auch sehr modern gemacht. Es gibt hier eine sehr gute HP Smart App, worüber man den Drucker sehr gut steuern kann und auch sonst sieht hier wirklich soweit eigentlich alles top aus. Also ein Top-Drucker, das zu einem verhältnismäßig günstigen Preis. Wir gehen zum Schluss mal kurz die Bewertungen dazu noch durch und auch die fallen wirklich sehr gut aus. Wir können schon sehen, wir können damit wirklich sehr gut ausdrucken. Er ist hier kostengünstig. Diesen Top-Druck und auch sonst gibt es hier wirklich zahlreiche gute Kundenrezensionen. Also schaut euch den mal an, klickt mal auf den Link drauf und dann würde ich jetzt sagen, gehen wir gleich weiter zu Platz 1, unserem Vergleichssieger. Und landet bei uns der HP Color LaserJet Pro M479DW und auch hier würde ich sagen, gehen wir kurz die Vor- und Nachteile der Reihe nach durch. Wir haben zum einen mal einen sehr guten Preis, auch hier einen Farblaserdrucker mit einer Multifunktionseinheit. Wir haben hier sehr geringe Druckkosten, eine hohe Druckgeschwindigkeit, eine Auto-Duplex-Funktion, eine Dokumentenzuführung. Es gibt auch hier ein großes Farb-Touchscreen-Display und der einzige Nachteil dabei ist der, dass er aktuell nicht lieferbar ist, aber ich denke mal, das wird sich auch hier hoffentlich demnächst wieder ändern. Wir gehen mal weiter zu den Produktdetails. Wir haben hier 27 Seiten in der Minute, die er in Schwarz und Weiß und an Farbe ausdrucken kann und das mit einer Auflösung von 600 auf 600 dpi. Es gibt hier einen Gigabit Ethernet-Anschluss, einen Wi-Fi-Anschluss und ein Ausgabefach mit 250 Blatt Papier. Also hier wirklich top ausgestattet und jetzt würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal direkt hier kurz zur Produktseite. Und auch hier gibt es selbstverständlich den Link unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal jetzt direkt auf den Link drauf und dann kommt ihr zu unserem Vergleichssieger. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz zum Preis und der kann sich ebenfalls sehen lassen. 389 Euro ist hier wirklich ein sehr guter Preis dafür, dass wir so eine sehr gute Ausstattung haben und hier eine sehr hohe Druckgeschwindigkeit. Hier nochmal die weiteren Eckdaten im Detail, wie natürlich auch hier die Gewichtsabmessungen und Co. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zum Schluss mal kurz hier etwas weiter auf die Details ein. So sieht
sieht er aus, macht sich hier auch sehr gut im Homeoffice-Büro und auch sonst gibt es hier sehr viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel mobiles Drucken und natürlich hier auch Scannen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum Schluss mal kurz ebenfalls hier auf die Bewertungen ein, gucken uns die nochmal kurz hier im Detail an. Auch hier sieht es wirklich soweit sehr gut aus. Wir haben hier ein gutes Gerät, ist wirklich bis jetzt alles super perfekter Drucker fürs Büro oder für zu Hause und auch sonst gibt es hier zahlreiche gute Bewertungen. Also schaut euch den unbedingt mal an, wenn ihr hier wirklich einen sehr guten Farblaserdrucker haben wollt, der auch hier natürlich Kopieren, Scannen und Co. unterstützt. Von dem her würde ich sagen, steht also fest, unser Vergleichssieger wäre der HP Color LaserJet Pro M479DW. Wir gehen mal kurz die wichtigsten Vorteile durch. Wir haben einen sehr guten Preis, es ist ein Farblaserdrucker mit einer Multifunktionseinheit. Es gibt hier sehr geringe Druckkosten, der unterstützt AirPrint, Auto-Duplex-Funktion und hat eine Dokumentenzuführung. Ja, soweit dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Links und Informationen, die gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut dort mal rein, klickt dort mal die Links an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Also bis dann.